Die Bichi Moskitär CO2 Mückenfalle gegen alle Stechmücken. Aufbau der Falle. Die Bichi Moskitär CO2 wird mit folgendem Inhalt geliefert: dem Fallenkörper, dem Einsaugtrichter mit Trichternetz, dem Fangsack, dem Netzteil, dem Hautduftdispenser und dem CO2-Set mit Schlauch, Druckminderer und CO2-Düse. Die CO2-Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Öffnen Sie zuerst die Verpackung des Hautduftdispensers und entnehmen Sie den Dispenser. Stecken Sie nun den Dispenser in die dafür vorgesehene Aussparung im Innentunnel des Fallenkörpers. Ziehen Sie den Fangsack über das Trichternetz und ziehen Sie dann den Fangsack fest zu. Legen Sie nun den Einsaugtrichter in die zentrale große Öffnung auf der Fallenoberseite. Schließen Sie dann das Netzteil an die Falle und an die Steckdose an. Zugabe von CO2. Schrauben Sie erst den Druckminderer an die CO2-Flasche und ziehen Sie die Anschlussmutter mit einem Schraubenschlüssel fest. Lösen Sie nun die Schraube am unteren Auslass des Druckminderers. Abhängig von der Mückensaison können Sie entweder das blaue oder das rote Ende des Schlauchs an den Druckminderer anschließen. Fädeln Sie nun das gewählte Ende durch die gelöste Schraube. Ziehen Sie das Ende des Schlauchs über den unteren Auslass des Druckminderers und ziehen dann den Schraubverschluss handfest an. Ziehen Sie das lange Ende des CO2-Schlauchs fest über die seitliche Öffnung an der CO2-Düse. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz des Schlauchs. Stecken Sie die CO2-Düse in die dafür vorgesehenen Löcher in dem Fallendeckel. Zum Schluss öffnen Sie das Ventil an der CO2-Flasche. Die Falle ist nun einsatzbereit. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Bichi Moskitär CO2 Bedienungsanleitung oder auf www.biogens.com.